Willkommen zu Tag 7 der 30 Tage sei Bestseller Autorin oder Autor Challenge auf meinem Kanal. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Und heute möchte ich mit dir über einen Workflow sprechen, den ich mir nach ungefähr einem Jahr Autorin sein, beziehungsweise ein Jahr ungefähr erst nach der Veröffentlichung, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall erst nachdem ich mein erstes Buch veröffentlicht habe, angelegt habe. Und ich wäre sehr, sehr dankbar gewesen, wenn ich das schon früher entdeckt habe. Und zwar geht es um das gute alte Diktiergerät oder halt heute die Memo-App auf dem Smartphone oder auf der Smartwatch. Denn ich muss sagen, dass diese Funktion mir ganz, ganz, ganz oft den Hals rettet, beziehungsweise einfach den Tag rettet, weil ich nicht mit einer Million Gedanken durch den Kopf, durch die Gegend renne. Nun magst du sagen, ja, man kann doch aber auch ein Notizbuch dabei haben, wenn man Ideen aufschreiben möchte. Man kann die Erinnerungs-App im Handy nutzen. Ist alles richtig, kann man machen. Aber bei mir ist es nur so, dass ich ganz oft gar kein Telefon dabei habe und ein Notizbuch schon gar nicht. Und das ist sehr autorenuntypisch, glaube ich. Aber es ist einfach nicht meine Art zu arbeiten, meine Art, Ideen zu entwickeln. Funktioniert so für mich nicht. Und was, also ich habe wirklich viel ausprobiert und was aber wirklich hundertprozentig für mich funktioniert, ist, dass wenn ich die Smartwatch am Arm habe oder halt ein Diktiergerät früher in der Tasche, dass ich das raushole und meine Gedanken drauf spreche. Und manchmal sind das so Sachen wie, dass ich eine Szene weiterentwickle, weil ich auf einem Spaziergang auf einmal die totale Idee hatte, wie ich einen Plot-Twist noch interessanter gestalten kann. Oder es ist einfach nur eine Videoidee jetzt für meinen YouTube-Kanal. Oder es ist ein Gedanke, dass ich mich daran erinnern möchte, eine E-Mail an jemanden zu schreiben. Oder irgendwas. Verschiedensten, tausendsten Sachen. Oder ich stehe am Computer und habe irgendwas, irgendeine Erkenntnis, wie ein Programm funktioniert, will mich aber damit beschäftigen und jetzt nicht extra noch in meiner Notizen-App, wo ich sowas normalerweise speichere, da direkt eine neue Notiz anlegen und wo schreiben mit Screenshots und so weiter. Und dann mache ich mir einfach nur Notiz auf dem in meiner Diktiergerät-App. Diktiergerät-App. In meiner Diktier-App, in meiner Sprachmemo-App, was auch immer. Und höre das dann später ab. Und das gehört halt zu meinem Workflow dazu, dass ich jeden Tag einmal alle Dateien durchhöre. Und manche Sachen haben sich dann schon erledigt, die habe ich schon so abgehakt. Und manche Sachen ordne ich dann halt ein. Also die kommen dann halt entweder in meine Notiz, also so in Erkenntnisse, die schreibe ich dann halt in eine neue Notiz. Plotentwicklungen setze ich entweder sofort um, weil ich sowieso gerade an dem Manuskript arbeite, oder ich packe sie mir in die Notizendatei in Scrivener oder wo auch immer du dann die Notizen zu deinem Buch sammelst. Und Erinnerungen setze ich mir dann halt direkt. Gut, könnte man auch direkt eine Erinnerung setzen, aber es funktioniert halt auch nicht immer und manchmal fehlen noch Informationen und so weiter. Also ich, für mich ist dieses Diktierfunktion nutzen, was das angeht, absolut essentiell. Also diese Notizkomponente des Diktiergerätes, ist tatsächlich für mich eine enorme Arbeitserleichterung. Und ich kann jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Gerade wenn man viele gerne Sprachnachrichten schickt, dann ist man da sowieso total, total affin für solche Sachen, nehme ich an. Also zumindest ist das vielleicht auch der Grund bei mir, warum es so gut funktioniert. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Und beende damit diesen Tag 7. Wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Sag mir doch, ob du auch mit Diktiergeräten arbeitest oder halt mit den entsprechenden Apps. Kommentier hier. Und wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Wir sehen uns morgen. Wenn du die Folge von morgen nicht verpassen möchtest und das noch nicht getan hast, dann abonniere gerne den Kanal. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Mach's gut, dein Andrea.